So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind im Kapitel 2 angelangt, das genau nach Kapitel 1 jetzt gedreht wird. Oh mein Gott. Und was hat er denn heute für uns? Danke, Eiverschaf. Ich denke, das reicht. Jetzt sollte ich in der Lage sein, mit den von dir gesammelten Daten akkurate Berechnungen anzustellen. Und da ist es 9:45. Zu spät für meinen Knoppers, du verstehst. Während du unterwegs warst, habe ich ein paar Fachzeitschriften nachgesehen, ob irgendeiner meiner Kollegen bereits einem Pokémon begegnet ist, das der Beschreibung der von dir gesicherten Art entspricht. Gesichteten. Bisher ohne Erfolg. Aber ich habe da einen Verdacht. Angesichts der Tatsache, dass dieses Pokémon bis vor kurzem noch nie zuvor gesehen wurde, kann man sicherlich annehmen, dass es sich um ein weiteres mysteriöses Pokémon wie Mew und Celebi handelt. Wenn ich recht habe, bla 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 bla. Und den Rest könnt ihr euch natürlich wieder selber durchlesen. Wo sehen die Aufgaben? Bitte tu folgendes. Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel. Lande 10 großartige Würfe. Und brüte 3 Eier aus. Und es läuft ja momentan der Ei-Marathon. Da kriegt man immer zu 2 Eier hinterhergeschmissen. Deswegen ist das kein Problem. Und daran machen wir uns jetzt. Die Belohnungen können wir uns auch nochmal kurz angucken. 2000 Sternenstaub, 2 Glückseier. Das ist ja richtig cool. Und eine TM. Lade-TM? Sofort-TM? Kann man nicht erkennen. Gut, kann man bestimmt. Ich weiß es nicht. Und Kapitel 2 von 9 auf jeden Fall. 2 Bonbons, 10 Würfe, 3 Eier. Es geht los! So, jetzt braucht man noch 2, glaube ich zumindest. Noch 2 großartige Würfe, dann haben wir das auch fertig. Ich nehme mal keine Beere und nichts. Wenn das ausbricht, können wir ja gleich alle Würfe an dem machen. Wenn man treffen würde, nicht so wie ich. Aber eben war ein Griffel da. Und an dem Griffel habe ich bestimmt 3 Stück hintereinander gemacht oder so, weil das natürlich immer wieder rauskam. Keine Chance. Komm, das schick mal gleich weg. Das hat mich geärgert. Und ein Zubat. Ich fände es ja immer noch genial, wenn sie mal eine Aufgabe einführen, dass man einen einfach fabelhaften Curveball bei Zubat treffen muss. Das wäre eine Herausforderung. Ja. Wieder nichts getroffen, aber gut mit einer Hand. Was will man da groß erwarten? Wir müssen mal ein Stück hier vor. Vielleicht kommt da noch was Besseres. Oder wir stellen es mal kurz hier ab. So. So, funktioniert doch. Wenn man mal eine Hand frei hat, da ist es nämlich alles kein Problem. Wie gesagt, einfach fabelhafter Curveball bei Zubat. Das fände ich mal eine richtig geniale Aufgabe. Gibt's leider nicht, wird wahrscheinlich auch nie kommen. Weil manche daran wahrscheinlich verzweifeln werden. Die werden sich vorher das Leben nehmen, bevor sie das schaffen. Und ein wildes Pikachu, was hier den Abschluss bildet. Natürlich wieder mit knüppelrotem Kreis. Boom. Und da ist der letzte drin, 10 von 10. Also gut, das Pikachu ist noch nicht drin, aber seht ihr, das ist natürlich wieder ausgebrochen. Tüten es trotzdem mal ein. Im Hintergrund habt ihr gesehen, einfach fabelhaft. Im Hintergrund habt ihr gesehen, ist auch ein Bonbon dazugekommen bei einem Buddy. Und da ich jetzt versucht, 2 Kilometer Eier zu brüten, ist das auch nicht schlimm, da muss ich den Buddy auch nicht wechseln. Der braucht nämlich momentan 3 Kilometer. Bis er ein Bonbon findet. Als Tipp für euch natürlich, nehmt euch was Kleines, Kleinstein, Carbador, sonst was, womit ihr nur 1 Kilometer laufen müsst. Dann habt ihr schnell da die 2 Kilometer zusammen, die 2 Bonbons. Aber wenn man nur ein Ei am Brüten hat, dann kann man das natürlich auch so verbinden. Bla bla bla, kann sich noch verbessern. Keine Ahnung, wieder mal schlecht. So, wir müssen auch ein paar Stops abklappern. Und ich laufe nämlich gerade hier mit dem Cheldarer. Weil da habe ich zwar ein männliches entwickelt, aber ich brauche noch ein weibliches für den Geschlechterdex. Deswegen muss ich mit jedem immer noch 2 Millionen Mal laufen und farmen und Bonbons und alles dazu. Aber wir melden uns gleich zurück, wenn die Eier noch schlüpfen. So, das erste Ei geht auf. Ein 5er, da gehen wir kurz mal drauf. Das ist bestimmt ein Starter, ne? Hey, ein Gekkabor. Mit 10 Bonbons und nur 800 Staub. Aber vielleicht hat es ja bester Satz. Angriff wirklich hoch, also richtig schlecht. Können wir theoretisch gleich verschicken. So, hier drehen wir nochmal den Stop und warten auf die 2 nächsten Eier.
Und das nächste Ei geht auf, diesmal ein Zweier-Ei, die es ja in Massen gibt momentan wegen dem Eischlupfmarathon. Und ein Traunfugil. Das ist gut, da habe ich nämlich noch kein gutes über 90. Vielleicht ist das ja jetzt ein Tausender. Bla bla bla. Jetzt habe ich es überhaupt nicht gelesen. Nochmal. Bester Satz auf jeden Fall. Und irgendwas mit Verteidigung. Verteidigung sind die Besten. Oh mein Gott, auf 15. Aber das ist bestimmt trotzdem nicht gut. Wir machen mal ein Sternchen dran und laufen weiter zum nächsten. Denn wir brauchen noch ein Ei und ein Bonbon. Und da schlüpft das dritte Ei, ein Alola-Ei, 7 Kilometer. Vielleicht ist es ja wieder ein Baby, vielleicht ist es ein Shiny. Nein, es ist ein Vulpix. Davon haben wir ja eigentlich schon viele gute. Deswegen können wir das bestimmt auch gleich weghauen. Verteidigung 15. Ja, das kommt weg. Und das Traunfugil war übrigens auch ein 91er, glaube ich. Sprich, das habe ich auch gleich in die Tonne gehauen. Weil 91 ist mir immer noch zu wenig. Ich will einfach mehr. Deswegen drehen wir jetzt mal den Stop. Vielleicht kriegt man ja noch ein Ei. Nö, kriegt man nicht. Also melden wir uns wieder, wenn der Buddy sein Bonbon gefunden hat. So, das zweite Bonbon ist auch erlaufen. Wir schauen kurz rein. Alles ist fertig. 2 von 9. Oh mein Gott, das geht wieder heftiger. Ich sehe es jetzt schon kommen. Wir holen erstmal die ganzen Belohnungen ab. 2 Glückseier, das finde ich ja besonders korrekt. 2000 Sternstaub. Nehmen wir alles mit. Und das war es dann von Kapitel 2 von 9. 9 Stück. Nach dem letzten, wo es nur 3 gab, die rasten richtig aus. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.